Die Familienschuld. Es war eine kalte und nebelige Nacht am ersten Advent. In einem abgelegenen Dorf lebte eine Familie, die sich darauf freute, die festliche Jahreszeit zu beginnen. Doch an diesem besonderen Abend geschah etwas Unheimliches. Die Familie hatte eine alte, antike Adventskerze, die seit Generationen in ihrem Besitz war. Als sie die Kerze anzündeten, begann plötzlich ein leises Flüstern im Raum. Die Flammen tanzten ungewöhnlich wild und die Stimmung wurde düster. Plötzlich öffnete sich die Tür mit einem knarrenden Geräusch, obwohl niemand draußen zu sein schien. Die Familie fror vor Angst ein, als sie eine schattenhafte Gestalt in der Ecke des Raumes bemerkten. Die mysteriöse Figur sprach mit einer leisen, geisterhaften Stimme. Euer Licht hat mich geweckt. Ihr habt die Pforten zur Geisterwelt geöffnet. Die Familie versuchte verzweifelt, die Kerze auszublasen, aber sie konnte nicht erloschen. Die Gestalt enthüllte sich als ein Geist aus längst vergangener Zeiten, der durch die Kerze in die Welt der Lebenden zurückgekehrt war. Der Geist erzählte von einer alten Schuld, die die Familie unbewusst geerbt hatte. Um den Fluch zu brechen, mussten sie eine gute Tat vollbringen, um das Gleichgewicht zwischen den Welten wiederherzustellen. Gemeinsam mit dem Geist begab sich die Familie auf eine abenteuerliche Reise, um die vergessenen Geschichten ihrer Vorfahren aufzudecken und ihre Schuld zu begleichen. Am Ende der Nacht erlosch die Kerze und der Geist verschwand mit einem sanften Lächeln. Die Familie kehrte erleichtert und gestärkt zurück, um den Rest der Adventszeit in Frieden zu feiern. Doch die Erinnerung an diese unheimliche Nacht sollte sie immer daran erinnern, dass manchmal das Licht der Adventszeit mehr als nur Gemütlichkeit birgt.